Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren YouTube-Video von mir. Bei mir auf dem Kanal Richtige Wahl seht ihr immer die neuesten Vergleiche. Heute stelle ich euch die 7 besten energieeffizienten Geschirrspüler mit 45 cm vor. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, erläutere ich euch immer die Vor- und Nachteile der einzelnen Geschirrspüler, also seid gespannt. Jeder Geschirrspüler ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach ja, und bevor ich es vergesse, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert doch auch gerne die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich neue Videos hochlade. Die Zeiten, wo man nach dem Essen noch das dreckige Geschirr abwaschen muss, sind vorbei. Denn zum Glück gibt es mittlerweile Geschirrspüler, die das übernehmen. Doch welche energieeffizienten Geschirrspüler gibt es eigentlich und wie unterscheiden diese sich? Den Anfang macht die Respecta GSPS 45A. Überzeugen tut dieses Gerät mit dem großen Stauraum, denn trotz einer Breite von 45 cm passen 12 Maßgedecke in den Geschirrspüler. Die Körbe sind alle verstellbar und zudem auch klappbar, sodass auch der Geschirrspüler für jede Herausforderung gewappnet ist. Daher eignet er sich aber auch besonders für unhandliches, sperriges Geschirr. Vorhanden sind 6 Programme, womit für jeden Bedarf das richtige Programm vorhanden ist. Neben den Standardprogrammen gibt es ein besonderes Programm, nämlich den Schonmodus, der sich besonders für Gläser eignet. Auch praktisch ist die Startzeit-Vorwahl. Wer nach einem soliden Geschirrspüler sucht, für den ist der Bosch SRV2HK X41E genau der richtige. Als Fassungsvermögen sind 9 Maßgedecke angegeben, was eine durchschnittliche Anzahl ist. Vorhanden ist ein Beladungssensor, der erkennt, wie viel und wo Geschirr platziert ist. So kann noch effizienter gespült werden. Zudem gibt es eine Reihe an Standardprogrammen, die für den alltäglichen Gebrauch völlig ausreichend sind. Darüber hinaus gibt es aber auch ein Automatikprogramm, welches gut geeignet für gemischtes Geschirr ist. Die Maschine passt das automatisch die Wassermenge, Temperatur und Spüldauer automatisch an. Zudem gibt es ein extra Trockenprogramm, welches das gespülte Geschirr praktischerweise trocknet und man so das Trockentuch weglassen kann. Als Sicherheitsfeature ist zusätzlich ein Aqua-Stoppschutz verbaut. Sollte der Geschirrspüler also mal undicht sein, schaltet er sich frühzeitig ab, um Schlimmeres zu verhindern. Durch einen verbauten Dosierassistenten wird immer die optimale Menge an Spülmittel zugeführt. Insgesamt bietet der Geschirrspüler ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders bei dem Bosch SRV2 HKX41E ist zudem, dass die Betriebsanzeige über einen Punkt, der auf den Fußboden gestrahlt wird, erfolgt. Das ist ein nettes Highlight. Wer nach einem eher günstigeren Geschirrspüler sucht, für den könnte der Midea SF5.45NW interessant sein. Gerade im Netz ist dieser sehr beliebt und hat trotz des niedrigen Preises einige totale Features. So kann man beispielsweise den Geschirrspüler mit dem Smartphone verbinden und ihn so aus der Ferne bedienen. Trotz einer Breite von 45 cm bietet er genug Platz, um eine große Menge an Geschirr auf einmal zu spülen. Der Oberkorb ist außerdem verstellbar und so kann auch sperriges Geschirr problemlos gespült werden. Es gibt eine Startzeitvorwahl, bei der man zwischen 3, 6 oder 9 Stunden wählen kann. Vorhanden ist ein doppelter Auslaufschutz. Zudem ist die Besonderheit bei diesem Geschirrspüler, dass er auch bei halber Beladung volle Leistung gibt, aber der Strom- und Wasserverbrauch deutlich niedriger ist. Wer gerne einen sehr qualitativ hochwertigen Geschirrspüler haben möchte, der wird sich beim Bauknecht BSBO 3035 erfreuen. Dieser liefert sehr solide Reinigungsergebnisse und kann dabei bis zu 10 Maßgedecke auf einmal aufnehmen. Generell ist der Bauknecht sehr gut ausgestattet. Von großem Vorteil ist auch die sehr geringe Arbeitslautstärke, denn anders als andere Geschirrspüler ist dieser sehr leise. Integriert ist ein sehr guter Wasserschutz, der ein Auslaufen oder Schlimmeres verhindert und so
auch der Geschirrspüler eine lange Haltbarkeit hat. Gerade bei Familien mit Kindern ist die integrierte Kindersicherung von Vorteil. Auch gibt es eine Beladungserkennung, die genau sieht, wie viel Geschirr gerade im Spülraum ist. Etwas unbekannter, aber dennoch von sehr hoher Qualität, ist der Gorenje GS520 E15W. Er ist ein erschwinglicher Geschirrspüler, der sich eher für kleinere bis mittelgroße Familien eignet. Platz ist für 9 Maßgedecke und somit ist das Fassungsvermögen durchschnittlich. Es kann aber auch im unteren Teil etwas abgeklappt werden, um so auch größere Sachen, wie zum Beispiel Pfannen oder große Töpfe, unterzubringen. Arbeiten tut der Geschirrspüler mit Hilfe von 4 Sprühebenen, die so das Geschirr gründlich reinigen und auch für gute Spülergebnisse sorgen. Von Vorteil ist auch, dass sowohl Pulver als auch Gel verwendet werden können, um das Geschirr zu reinigen. Der Gorenje GS520 E15W kann die entsprechende Konsistenz erkennen und das Spülprogramm bzw. die Spülleistung dementsprechend anpassen. Praktisch ist das Schnellprogramm, denn oft hat man nur leicht verschmutztes Geschirr und es wäre unnötig, dafür ein extra langes Programm laufen zu lassen. Der Gorenje GS520 E15W ist somit ein toller Geschirrspüler für kleines Geld und mit einigen praktischen Funktionen. Ein weiterer Bosch-Geschirrspüler ist der SPS2 XMI01E. Er ist unterbaufähig und fügt sich auch optisch gut in jede Küche ein. Verbaut sind zudem einige hilfreiche Funktionen, wie zum Beispiel ein Glasschutz, ein Aquasensor oder auch ein Dosierassistent. Auch ein Beladungssensor ist vorhanden, der deutlich besser als andere Geschirrspüler mit diesem Sensor erkennt, wo Geschirr verstaut ist. Ein tolles Feature ist zudem, dass der Bosch-Geschirrspüler WLAN-fähig ist. Dadurch kann er im Home Connect mit zugefügt werden und auch über ein mobiles Gerät gesteuert werden. Selbstverständlich reinigt er sehr gründlich und gut. Dafür sorgen die Bosch-üblichen Duo-Power-Spülarme. Doch es sind auch einige wichtige Sicherheitsfeatures verbaut. So gibt es beispielsweise ein Wasserschutzsystem, welches ein Überfluten verhindert. Auch eine Tastensperre schützt vor ungewolltem Zugriff und eignet sich besonders für Familien mit Kind. Von außen ist eine Blende verbaut, die eine Edelstahloptik hat. Dadurch wirkt die Bosch-Spülmaschine auch deutlich hochwertiger und moderner. Bedient wird die Spülmaschine klassisch mit Taten am Gerät. Es gibt insgesamt 6 Programme, die bei Bedarf dafür sorgen, dass das Geschirr wieder sauber wird. Den Abschluss unseres Tests macht der Neff S857 ZMX09E. Er ist ein sehr gut ausgestatteter Geschirrspüler, der sich problemlos in die Küche integrieren lässt. Viele Geschirrspüler haben bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Essensresten Probleme. Doch der Neff S875ZMX09E hat genau dafür ein spezielles Programm, welches selbst hartnäckige Verschmutzungen entfernt. Diese hat zudem den großen Vorteil, dass es auch Allergene abtöten soll, da es mit einer Temperatur von 70 Grad Celsius spült. Außerdem gibt es die Möglichkeiten, die Spülzeit zu beschleunigen, obwohl schon ein Programm ausgewählt war. Nach dem Spülen wird das Geschirr per Zeolithtrocknung getrocknet, sodass es direkt nach Beenden des Spülvorgangs entnommen werden kann. Der Innenraum lässt sich flexibel einrichten, um auch hier größeres Geschirr problemlos spülen zu können. Ein Feature, welches den Geschirrspüler nochmal mehr moderner und hochwertiger wirken lässt, ist, dass bei dem Neff-Geschirrspüler, ähnlich wie bei dem Bosch SRV2HK X41E, der Programmfortschritt über eine LED-Projektion am Boden gezeigt wird. Obwohl die Marke Neff etwas unbekannter ist als der Rest in unserem Test, kann sie problemlos mit der Konkurrenz mithalten und bietet eine interessante Alternative zu den sonst gängigen Geschirrspülern. Das war's mit dem Test der besten energieeffizienten Geschirrspüler 45 cm im August. Wenn ich euch überzeugen konnte, einen der Geschirrspüler zu kaufen, dann
klickt doch gerne auf den Link unter der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Und ich bin auf eure Kommentare gespannt. Schreibt doch gerne eure Meinung dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und um keine weiteren Videos zu verpassen, die Glocke aktiviert. Bis zum nächsten Mal.